Eieiei, ist das brutal hier. Hier sind ein paar Überreste. Weil die Minen liegen ja alle noch hier rum verteilt im Land irgendwie. Eine Flak. Krass. Kennen wir irgendwie von Call of Duty, ja? Die Menschen sind einfach grausam. Guten Morgen. Heute fahren wir ins Killingsfield Museum, glaube ich, soweit. Eine sehr dunkle Geschichte von Kambodscha. Und heute habe ich den Sopal da. Hello, yeah. Sopal, how Hello. Are you? I'm fine. You are my driver today, yeah? Yes. Okay, today, okay. What's the exact plan today, my friend? Today we plan we go to see the Killing Field. Killing Field, this museum, yeah? Yeah, right? Killing Field Museum. Okay, my friend. Dann starten wir mal. Bis gleich. Die Original Killing Fields, die sind ja in Phnom Penh eigentlich. Das ist ja im Süden die Stadt. Aber hier gibt es auch so eine Art Ableger, glaube ich. Ich habe mich jetzt auch noch nicht vorab informiert. Das werde ich dann alles dort sehen. 20 Minuten später. Jetzt sind wir angekommen hier. Jetzt muss ich gerade mal hier gucken. Weil der hat mich gerade direkt reingefahren. Achtung. Ist jetzt hier der Eingang. Das ist irgendwie bei einem Tempel. Naja, jetzt muss ich erstmal ein Ticket kaufen. I have to buy a ticket, yeah now. Okay. Hello, how are you? Good, good. How much tickets in real? 12,000. How much? 12,000. Okay. Can you film? You're my cameraman. Yeah, yeah, okay, okay. Next YouTube Star. 12,000. Ja, das ist übrigens das Geld übel. Okay. Ah, it's too much. 20, huh? Give me 2,000 and 10,000. Ah, sure, sure. Let me change for you 20. Yeah. 10,000 back. It's better, huh? Okay, mach gut. Thank you. Okay, then let's go. Okay, yes. I bet you are. You can waiting, yeah? Okay. Yeah, I bet you are. Okay, my friend. Okay, enjoy. Okay. Enjoy, huh? Yeah. Bad history. Huh? Okay. What's the way? This way. Okay. This way. Okay, thank you. Hello. Huh? A small place. Yeah, not so big. Hello. Oh, jetzt hat mein Ticket hier noch abgestempelt. This way or this way? Ah, okay. So. So eine Art. Is this temple here? Yeah. This one? Ah, okay. Inside. Here inside. Okay. And then you fill out the number. Okay. You have German letters here? Ah, perfect. Thank you. Perfekt. Jetzt angeblich ist das auch in Deutsch geschrieben hier. Naja, sehe ich jetzt aber auch nicht auf den ersten Anhieb. Ah ja. Ja, das ist die Geschichte an Bildern. Das muss ich mir auch nochmal genau erklären lassen. Also ich weiß nur, dass die Kommunisten irgendwie das übernommen haben. Das war ein Putsch. Ich will aber jetzt nichts Falsches erzählen. Ja, und dann, das war halt eine böse Geschichte, ne? Also da wurden richtig viele Menschen abgeschlachtet, Millionen, meine ich, ne? Zu Menschen fähig sind. Nicht so der Knaller, ne? Brutal. Foltermethoden. Voll krank hier an die Tonnen rein und dann drauf getrommelt. Boah. Ermordungen, Erstickungen. Abartig. Wirklich abartig. Sklaverei natürlich. Zwangsarbeit. Vertriebene. Eieiei, ist das brutal hier. Meine Fresse.
fällt mir nur dieser eine Spruch ein. Was du nicht willst, was dir selber angetan wird, tu keinem anderen an. Ne? Irgendwie so. Also ich verstehe nicht, wie die Menschen sich sowas antun können gegenseitig. Ich meine, wenn ich jetzt jemandem sowas, solche Schmerzen zufüge oder folter, ich will ja auch nicht, dass mir jemand sowas antut. Also ich verstehe das nicht. Was stimmt denn da hier im Gehirn nicht bei uns? Oh ja. Hier sind ein paar Überreste von Opfern. Ja, heftig. Bleibt krank. Also hier, ich meine, wer jetzt besser Englisch kann, der kann das hier besser entziffern. Auf jeden Fall, hier wurde ein Grab gefunden, ne? Und dann mit Kindern und die wurden geköpft und verhackt, zerhackt und komplett krank. Komplett geisteskrank. Also ich habe es ja schon vorab gelesen, wirklich groß scheint das ja nicht zu sein. In Phnom Penh ist es wohl, da sind ja die echten Killing-Fields, wie gesagt. Da gibt es wahrscheinlich ein besseres Museum, um das mal nicht so ganz so makaber auszudrücken. Also ich habe jetzt $3 bezahlt, oder was, 12.000 wollte ich haben. Aber für was? Also wirklich viel ist ja nicht. Das. Na. Man, hier sind noch irgendwelche Mönche, die herumlaufen, aber es hat ja nichts damit zu tun. Hallo? Ja, also das war's schon. Da war gar nichts zu sehen, großartig. Also das. Aber das gibt's ja überall. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgefragt, also der hat gesagt, ja, es ist schon sehr klein. Hier gibt's noch ein Gebäude, da gehe ich jetzt rein. Ja, hier gibt es mehr Informationen und Bilder. Aber ich weiß auch nicht, was ich jetzt da groß erzählen soll, ehrlich gesagt. Weil ich bin ja selber jetzt unwissend hier. Ich kann euch das nur ein bisschen zeigen, wenn ihr mal herkommen solltet, was euch hier erwartet. Aber wie gesagt, das ist alles. Das ist nicht viel. Abartig. Ja, nicht nur die Deutschen haben eine schlechte Geschichte. Das ist weltweit. Jedes Land hat irgendwas Schlimmes gemacht. Und bei uns wird das halt nur so hochgekocht, über 80 Jahre. Natürlich war das scheiße früher, ja, aber guckt euch mal die anderen Länder an. Waren die wirklich besser? Die Menschen sind einfach grausam. Das wird die Lagerkleidung sein, ähnlich wie bei uns die Juden hatten. 20 Minuten später. Sind wir angekommen im Warmuseum. Okay, dann. Okay, mein Freund. Okay, again. Ja, jetzt sind wir hier angekommen im War Museum. Hier noch einen Abstecher machen. Hello, good day.
So. I have to buy a ticket here. Yeah, how much? $5 for one person. How much in real? 20,000 real. 20,000? Yes. One moment. Yeah, can change please. Yeah. Ja, $5, 20.000. Das lassen sie sich schon gern bezahlen. Okay, Hakun. So, okay, Ticket. You're waiting here, ja? Ja, sir. Okay. Dann gehen wir mal rein hier. Wir sehen, was uns erwartet. So, hat es gleich mal wieder so ein paar Straßenhunde, die machen sich es gemütlich. Da ist noch einer. Und da noch der kleine, hello. Okay, der ist so müde. Ja, hier sieht man Granatenbomben, whatever. Ich bin kein Waffenexperte. Vielleicht schaut dir jemand zu, der sich da auskennt. Irgendwelche Lancher. Das müsste aus den 70ern stammen oder so, ne? Weil da hat es ja angefangen alles. Mit Vietnamkrieg und so und hier mit dem Roten Khmer. Das war alles so dieselbe Zeit. Ah ja. Da kommen die ganzen Fracks und den Panzern. So, was ist hier noch? Und fette Oschis, ha? Eine Flak. Krass. Aber das wird eher eine kleine sein, oder? Ich glaube im Zweiten Weltkrieg. Die Nazis, die hatten richtig fette Dinger. Hm, keine Ahnung, was das für ein Panzer ist. Ich sehe leider auch kein Informationsschild. Ganz schön verrostet die Dinger. Huh? Hier stehen ja schon einige mehr Sachen rum. Da lohnt sich eher der Preis vom Ticket. Da liegen noch die Mangos rum, bin ich gerade reingetreten. Oder was auch immer hier für Früchte rumliegen. Eieiei, was ist das denn, ey? Krass. Kennen wir irgendwie von Call of Duty, ja? Scheiße. Ja, das ist jetzt mal hier ein Gerät, ha? Artillerie. Ah. In USSR. Okay. Das sind richtig fette Geräte. Man muss sich ja jetzt mal realisieren, dass die Dinger ja wirklich benutzt wurden, ja? Ist ja keine Attrappe. Ein Riesengrundstück hier. Da haben sie richtig Platz, das alles überall hinzustellen. Wenn man sowas in Deutschland besitzen würde, jo, wärst du ein guter Grundbesitzer. Rocket. Rocket Beam oder wie spricht man das aus? Huh?
so ein Batterielauncher ist das. Ähnlich wie beim Feuerwerk. Nur etwas schärfer. Das ist so ein Mannschaftswagen, so ein Mannschaftspanzer. Wenn jemand die Fachbegriffe kennt von den Dingern, gerne in die Kommentare schreiben. Schauen bestimmt ein paar begeisterte Waffenfans zu oder Kriegsbegeisterte, die geschichtsinteressiert sind. Ah, da hinten, das sieht eher weniger verrostet aus. Die sind noch gut erhalten hier. Hat wieder Artillerie natürlich, ja. Aber alles U, S, S, R. Ja. Haben alle mit der Sowjetunion zusammengearbeitet. Die Kommunisten haben damals alle zusammengearbeitet, weil sie ja alle die gleiche Ideologie vertreten. Kommunisten. Hier gibt es noch so ein kleines Häuschen. Aha. Jetzt kommen wir zu den kleineren Waffen. Für den Handgebrauch. Ach du Scheiße. Verrückt. Alles so MGs, ne? Kennen die meisten von uns nur aus Battlefield oder Call of Duty. Computerspiel, ne? Yes. Wenn man sich im Real Life beschießt, nicht mehr so lustig. Viele Landminenopfer, das sieht man auch heute noch. Viele Leute ohne Arm, Beine, whatever. Auch die Musikanten, die hier manchmal spielen. Weil die Minen liegen ja alle noch hier rum verteilt im Land irgendwie und deshalb sollte man auch auf keinen Fall alleine irgendwie tiefer in den Wald gehen oder in den Dschungel. Kann sein, dass man irgendwo drauf tritt. Hier sind die verschiedenen Minensuchmethoden. Minendetektor kennt man ja, Hunde, okay, aber hier gibt es auch Ratten. Krass, die haben so große Ratten hier. Bagger. Mine Rollers. Übler Job, heftig. Alles Minenopfer, Wahnsinn. Hier ist auch ein Beispiel, wie die wohl früher aufgebaut waren. Richtig versteckt, ja? Dass keiner sie sieht von oben wahrscheinlich, vom Flieger. Thank you.
jetzt habe ich was Krasses entdeckt hier. Kann ich aber gar nicht leiden. Ein riesen Ameisenhaufen. Da sind sie. Die fetten roten Viecher, ey. Da gehe ich lieber nicht zu nah ran, habe ich keinen Bock drauf. Weil die Stiche oder das Gift, was sie hier absondern, das tut schon weh. Habe ich schon ein paar Mal die Erfahrung gemacht jetzt hier in den Ländern. Hühner rennen hier auch rum. Aber unter die Leiter gehe ich jetzt nicht. Das bringt Unglück. Jetzt kommen wir mal noch zu interessanteren Flugapparaten hier. Jetzt bin ich durch hier, ich bin einmal im Kreis gelaufen, sehr interessant. Riesen-Oschis hier, Wahnsinn. Der Hubschrauber und die Panzer und was weiß ich, was die hier alles haben. Wer das mal live sehen will, kommt einfach mal hier hin, ins Warmuseum in Siem Reap. Jetzt sind sie noch am Mittag, ich hoffe, der Einblick hat euch gefallen. Sorry, dass ich euch nicht mehr erzählen kann, aber ich bin da jetzt auch nicht so begabt, das wiederzugeben, die Geschichte. Deswegen verlinke ich euch da einfach nochmal eine Dokumentation. Und genau. Würde mich freuen, abonnieren, Daumen nach oben. Bis dann, ciao, ciao.